Die Schule der Zukunft war das Thema des VN-Stammtischs am Montagabend im BRG Schoen-Domben. Die Vorarlberger Nachrichten boten hiermit ein Forum für die Diskussion rund um die Schullandschaft an. Das Interesse bei den Besuchern war groß, hier Kritik zu äußern sowie Anregungen für die Zukunft zu liefern, auch unter den Schülern selbst. Ja, ich bin bei der Schülerunion B. Das ist die größte Schülerorganisation für ganz Österreich. Und ich habe mir einfach gedacht, wenn man da geht zum Schüler und da wird darüber diskutiert, wie die Schule für die Zukunft ausschauen soll. Und da wir auch die Interessen für die Schüler vertreten möchten, ist es natürlich wichtig, dass wir da präsent sind und dass wir da die ganze Meinung einfach auch hören und dass wir neue Inputs kriegen und uns weiterentwickeln können. Es geht halt darum, dass mir die Schule extrem wichtig ist, weil ich finde, dass die Schule entscheidend ist für die Entwicklung der Schüler. Und wir haben so viele bezaubernde Leute, so viele bezaubernde Schüler und ich denke, man sollte mehr auf das Wert legen und nicht auf Parteispiele und so. Am Podium legten 5 geladene Experten ihre Sicht der Dinge dar. Schullandesrat Sigi Stemmer sah den Abend positiv und freute sich über Austausch und neue Erkenntnisse. Ja, sehr engagierte Diskussion. Ich habe wieder einige Anregungen mitgenommen. Unser Resümee ist eigentlich, dass alle der Meinung sind, wir müssen gemeinsame Weiterentwicklungen vorantreiben, die den Schülerinnen und Schülern in erster Linie gut tun, aber in der Gemeinsamkeit Schüler, Eltern und Lehrer in eine bessere Zukunft führen. Neue Mittelschule, Gesamtschule, Ganztagsschule mit Ganztagsarbeitszeitmodellen für Lehrer, neues Dienst- und Besoldungsrecht. Diese und andere Schlagworte prägen derzeit die Diskussionen um das heimische Bildungswesen. Schule soll jedoch vor allem Freude bereiten. Darin waren sich am Montag alle Bildungsexperten einig.